معالي الوزير في زيارته الثانية إلى المملكة خلال فترة تتجاوز العام بشكل بسيط، ويزورنا في هذا اليوم المبارك الذي تحتفل فيه المملكة بعيد الجلوس الملكي، ونحن إذ نحتفل بهذا العيد نحتفل بعشرين عام من التفاني في خدمة الأردن وفي خدمة القيم التي يمثلها الأردن من العمل من أجل تحقيق السلام، الخروج من دوامة العنف التي تعصف بالمنطقة، والتقدم باتجاه تحقيق السلام، السلام الحقيقي الذي تقبله الشعوب والذي ينهي الظلم والذي يطلق طاقات المنطقة، عبر شراكات رسخها جلالة الملك مع شركائنا وحلفائنا في المجتمع الدولي وفي مقدمها ألمانيا التي نعتز بشراكتنا معها، وهي شراكة موثوقة تبدت في جميع مناحي التعاون، ليس فقط على المستوى الثنائي حيث ألمانيا هي ثاني أكبر مانح للمملكة، ثمة حوار استراتيجي بين ألمانيا والمملكة، وثمة تعاون في جميع المجالات الاقتصادية. Herr Minister, guten Morgen. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Es ist Ihre zweite Reise ins Königreich, ins Haschimitische Königreich Jordanien innerhalb eines guten Jahres. Und Ihr Besuch kommt zu einer Zeit, in der das Königreich das Thronjubiläum des Königs feiert. Das ist also jetzt in einem Jahr eine große Freude für uns in diesem Jahr. Und wir feiern also die Werte, den Dienst am Volk, der damit einhergeht. Und was uns natürlich auch wichtig ist, ist nach dem Frieden zu streben, den Frieden zu verwirklichen, aus der verfahrenen Situation herauszukommen, in der sich das Königreich befindet, und einen wirklichen Fortschritt in den Friedensbemühungen zu erzielen, einen Fortschritt, der auch von den Bevölkerungen angenommen wird, ein Ende der Unterdrückung bedeutet und die Energien dieser Region freisetzt. Wir freuen uns über die feste Partnerschaft mit des Königreiches und unseres Königs mit den Staaten der Welt auf internationaler Ebene und hier besonders Deutschland. Wir haben eine enge, eine vertrauensvolle Partnerschaft in allen Bereichen. Wir kooperieren also auf bilateraler Ebene und auch international. Und Deutschland ist auch der zweitgrößte Geber für das Königreich. Wir haben eine strategische Partnerschaft und unsere Kooperation erstreckt sich auf alle Bereiche. التعاون والتشاور والتواصل بين المملكة والألمانيا مستمر عبر عديد اللقاءات التي يجريها جلالة الملك وفخامة المستشارة ميركل للبناء على الشراكة التي تترسخ يوما بعد يوم بين البلدين، وأيضا هنالك دائما الاتصال والتشاور ما بين معالي الوزير وبيني حول عديد القضايا الإقليمية التي تهمنا، ولقاء اليوم كان فرصة للحديث عن ليس فقط تعزيز العلاقات الثنائية ولكن حول عملنا المشترك من أجل الإسهام في تجاوز التحديات التي تواجهها المنطقة. Unsere Kooperation und unsere stetigen Gespräche miteinander, unser ständiger Kontakt werden weitergehen. Und das zeigt sich, diese Enge der Beziehungen zeigt sich an den zahlreichen Treffen zwischen unserer Hoheit, dem König, und der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die beständig am Aufbau unserer Partnerschaft arbeiten und die strategische Partnerschaft zwischen uns immer weiter vertiefen. Es zeigt sich auch in den guten Beziehungen und beständigen Treffen zwischen uns Außenministern, die wir uns beständig allen Themen widmen und über sie sprechen, die es zu besprechen gibt. Heute ist es eine gute Gelegenheit, bei diesen Gesprächen unsere Beziehungen noch einmal zu vertiefen. Aber nicht nur das, sondern es geht auch um unsere gemeinsame Arbeit, um einen Beitrag zu leisten, die Herausforderungen, die in der Region bestehen, zu bewältigen. القضية الفلسطينية بالطبع كانت في مقدم ما بحثنا، ونحن وألمانيا متفقان على أن حل الدولتين
هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. نثمن عاليا الموقف الألماني الثابت والجهود التي تقوم بها ألمانيا من أجل تحقيق هذا الحل. وفي المملكة كما تعرفون نحن نريد سلاما شاملا ودائما، ومن أجل أن يكون السلام شاملا ودائما لابد أن ينتهي الاحتلال، لابد أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والصراع سياسي والحل سياسي، وبالتالي لا حل خارج إطار حل سياسي ينهي الاحتلال ويحقق حل الدولتين لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق مبادرة السلام العربية. Die Palästina-Frage stand natürlich an erster Stelle unserer Gespräche und Jordanien und Deutschland haben hier eine gemeinsame Position. Die Zwei-Staaten-Lösung ist für uns der einzige Weg, um den Konflikt zu beenden. Und wir würdigen hier den Standpunkt Deutschlands außerordentlich und danken Deutschland auch für seine großen Bemühungen auf dem Weg, eine Lösung zu finden. Auch das Königreich strebt nach einem umfassenden und dauerhaften Frieden. Und um diesen zu erlangen, muss die Besatzung aufhören. Und es muss einen unabhängigen palästinensischen Staat geben in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Der Konflikt ist ein politischer und er muss auch politisch gelöst werden. Es gibt für uns keine andere Möglichkeit als eben diese Zwei-Staaten-Lösung, die einen lebensfähigen, unabhängigen palästinensischen Staat schafft, der in Frieden und gutem Zusammenleben neben Israel existiert, auf den Grundlagen des Völkerrechts und der arabischen Friedensinitiative. وأود أيضا أن نؤكد أننا وألمانيا شركاء في دعم الأونروا التي يجب أن تستمر في القيام بدورها إزاء اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي. أود أن أشكر معالي الوزير على الدعم الذي تقدمه أونروا الألمانية للأونروا، وعلى أيضا تأكيده بأن ألمانيا سوف تقوم بزيادة هذا الدعم لأن الأونروا مرتبطة بقضية اللاجئين التي يجب أن تحل مرة أخرى وفق قرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل شامل للصراع. Ich danke auch Deutschland für die Unterstützung der UNRWA. Die UNRWA muss ihre Rolle weiter erfüllen können, entsprechend der Beauftragung durch die Vereinten Nationen, muss also seine Rolle spielen können. Und wir danken Deutschland hier für die Unterstützung der UNRWA, sodass die UNRWA eben den palästinensischen Flüchtlingen helfen kann. Und ich danke auch Deutschland für die Unterstreichung oder die Bestätigung noch einmal, dass Deutschland seinen Beitrag für die UNRWA erhöhen wird. Das wird sehr wichtig sein, um den palästinensischen Flüchtlingen zu helfen. Und es geht auch darum, dass hier die Grundlagen des Völkerrechts eingehalten werden, um eine umfassende Lösung für diese Frage zu finden. نحن متفقان أيضا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، متفقان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل حل أزمات المنطقة عبر الحوار وعلى الأسس التي تضمن علاقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلى بناء علاقات إقليمية صحية وجيدة. مرة أخرى نحن وألمانيا ننطلق من ذات المبادئ التي تستهدف تحقيق السلام والاستقرار، تستهدف تحقيق التنمية في المنطقة، وتستهدف المساعدة بكل ما نستطيعه من أجل حل قضاياها والتعامل مع تداعيات الأزمات مثل قضية اللاجئين السوريين التي مرة أخرى نؤكد تثميننا العالي لموقف ألمانيا إزاءها والدعم الذي قدمته للمملكة في جهودها تلبية احتياجات 1,300,000 شقيق سوري يعيشون في الأردن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة. مرة أخرى أود أن أشكر معالي الوزير على زيارته، أشكره على الصداقة الكبيرة التي تربط بلدينا وعلى حرصنا المشترك على تعزيز هذه الشراكة في سواء على المستوى الثنائي وأيضا من خلال الاستمرار بالعمل على حل أزمات الإقليمية. معالي الوزير مرة أخرى أرحب بك وأهلا وسهلا بك في الأردن.
Wir danken Deutschland auch für die Haltung hinsichtlich einer politischen Lösung für die Syrien-Frage. Hier und darüber haben wir uns auch intensiv verständigt. Es ist nötig, eine politische Lösung zu finden, die Spannungen abzubauen und zu einem Dialog zu kommen, der auf den Grundlagen des Völkerrechts aufbaut, auf der guten Nachbarschaft, der Nichteinmischung und der Verbesserung der Beziehungen, sodass wir wieder zu guten und gesunden Beziehungen in der Region kommen. Wir teilen mit Deutschland die gleichen Prinzipien. Wir streben nach Frieden und Stabilität und Entwicklung für die Region und danken Deutschland für die Hilfe bei der Findung von Lösungen für die Probleme in der Region und auch beim Umgang mit den Auswirkungen der Konflikte, zum Beispiel was die syrischen Flüchtlinge angeht. Hier würdigen wir die Rolle Deutschlands ganz außerordentlich hinsichtlich der Flüchtlingsfrage und der andauernden Unterstützung für Jordanien beim Umgang mit dieser Frage. Jordanien hat 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen, trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Und hier freuen wir uns über die fortwährende Unterstützung. Noch einmal vielen Dank, Herr Außenminister, Herr Bundesminister, für diese Reise, für dieses erneute Gespräch zur Vertiefung der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Wir werden weiter zusammenarbeiten, sowohl auf bilateraler Ebene als auch bei der Lösung oder bei dem Versuch der Lösung der Konflikte. Hier arbeiten wir eng zusammen, um für die Region etwas zu erreichen. Vielen Dank noch einmal und noch einmal herzlich willkommen im Königreich. Ja, vielen Dank einmal für den erneut so freundlichen Empfang. Ich erinnere mich daran, eine meiner ersten Reisen als Außenminister hat mich nach Jordanien geführt. Ich erinnere mich daran gerne zurück und seitdem hat sich eine freundschaftliche Beziehung entwickelt, für die ich außerordentlich dankbar bin. Und natürlich freut es mich ganz besonders, an einem so besonderen Tag in Jordanien zu sein, das 20-jährige Kronjubiläum seiner königlichen Hoheit König Abdullah, zu dem wir ganz herzlich gratulieren. معالي الوزير أشكركم شكرا جزيلا على هذا الترحيب الحار وحسن الضيافة أنا أتذكر بكل سرور الزيارة الأولى للأردن في بداية تولي أو قبل تولي بمنصبي بقليل وأنا يسرني هذه الذكريات للزيارة الأولى ويسرني أيضا عملنا على تعزيز علاقاتنا بشكل مستمر وأنا أود أن أشكركم شكرا جزيلا ويسرني أيضا أن أكون هنا في هذا اليوم الخاص تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الجلوس 20 لجلالة الملك عبدالله الثاني على العرش ونحن نود أن نعبر عن خالص التحاني بهذه المناسبة. Im Fokus unseres Treffens stand natürlich ganz besonders die Lage im Nahen und Mittleren Osten und die Spannungen, mit denen wir es da zu tun haben. Für uns ist die Einschätzung Jordaniens außerordentlich wichtig. Zum einen, weil Jordanien eine außerordentlich kenntnisreiche Einschätzung hat und zum anderen auch hier eine besonders ausgleichende Rolle gespielt wird. Deshalb bleibt für uns Jordanien einer der wichtigsten Influencer, würde man heute sagen, wenn es um Fragen des Nahen Ostens geht. Und Jordanien gebührt auch unsere volle Anerkennung und Unterstützung für seine durchweg konstruktive Haltung in diesen Fragen und natürlich auch konkret für die Hilfe und für den Schutz von rund 1,5 Millionen syrischen Flüchtlingen, die hier in diesem Land sind. Und auch in diesen Fragen arbeiten wir schon seit einiger Zeit eng zusammen und werden das auch in Zukunft so tun. وبطبيعة الحال ركزنا في محادثاتنا على الوضع في الشرق الأوسط وعلى التوترات الراهنة ونحن نراهن أو نؤول على تقدير أو تقييم الأردن للوضع هذا التقييم بالنسبة لنا مهم جدا كون الأردن لديه معارف كبيرة ودور متوازن في المنطقة وبالنسبة لنا دور الأردن الدور الفاعل الأردن مهم جدا
فأردن لاعب مهم جدا في المنطقة ونحن نكون كل الاحترام والتقدير لدور الأردن البناء المستمر وندعمه بشكل كامل أيضا بخصوص فيما يخص توفير المساعدة والحماية لحوالي 1.5 مليون لاجئ سوري هنا في المملكة ونحن نستمر في معالجة هذه القضايا بشكل مشترك بشكل وثيق. Dass das eine auch wirtschaftlich große Herausforderung ist, das wissen wir alle. Und deshalb ist es gut, dass Jordanien den Weg der Reform gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds mutig weitergeht. Das findet unsere große Anerkennung. Und nicht nur das, Deutschland hilft auf diesem Weg, und zwar mit einem ungebundenen Finanzkredit von 100 Millionen US-Dollar. ونحن على علم بالوضع الاقتصادي الصعب في الأردن نعرف ذلك جيدا ولذلك يسعدنا تواصل الأردن في الطريق بشكل مشترك مع صندوق النقد الدولي في طريق الإصلاحات وذلك بشكل شجاع جدا ونحن نحترم ذلك احتراما كبيرا وتقديرا عاليا وألمانيا تساعد الأردن في هذا الطريق بتوفير بمنح قرض مالي غير مشروط بقيمة 1 مليون دولار أمريكي. IS eng zusammen. Seit 2017 ist die Bundeswehr in Al-Asraq im Einsatz. Und ich habe auch gerade bei meinen Gesprächen in Bagdad noch einmal erfahren können, dass der IS zwar über kein Territorium mehr verfügt, aber bedauerlicherweise nach wie vor im Untergrund sein Unwesen treibt. Und deshalb ist das ein wichtiger Einsatz. Es muss alles dafür getan werden, dass der IS nicht mehr neue Strukturen aufbauen kann und seine Gräueltaten weiter über die Region, aber auch darüber hinaus begehen kann. Und wir sind deshalb auch ganz besonders dankbar für die gute Aufnahme unserer Soldatinnen und Soldaten hier in Jordanien. وتحدثنا أيضا عن العمل في سبيل مكافحة داعش منذ عام 2017 تكون قائدة الجيش الألماني موجودة هنا في الأردن في الأزرق وأنا تعلمت في محادثاتي في بغداد أن داعش صحيح لم يعد لديه أي أراضي لكن التهديد الداعشي مستمر وبشكل مخفي فنحن نعتبر مهمة هذه المهمة مهمة كبيرة ومهمة جدا للجيش الألماني ونحن نود أن نساهم في منع إعادة بناء هياكل داعش في المنطقة حتى لا يمكن لهذا التنظيم أن يرتكب من جديد هذه الجرائم في المنطقة وفي كل العالم ولذلك نشكر المملكة شكرا جزيلا على استقبال الجنديات والجنود الألمان هنا في الأردن. Natürlich haben wir uns auch zum israelisch-palästinensischen Konflikt eng ausgetauscht. Die Einschätzung aus Amman ist uns dabei ganz besonders wichtig. Und wir sind und wir bleiben uns einig in der Notwendigkeit einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung. Auch da sind wir voll und ganz einer Meinung. Und wir wissen auch, dass Jordanien sich von jedem Nahostfriedensplan immer ganz besonders betroffen fühlen muss, besonders durch seine Rolle beim Schutz der heiligen Stätten in Jerusalem und als Aufnahmeland vieler palästinensischer Flüchtlinge. Und deshalb kann ich das auch nur betonen, wird der Arbeit des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA auch in Zukunft hohe Bedeutung zukommen. Und deshalb wird die Unterstützung von Deutschland dafür auch anhalten. Schönen Dank. وبطبيعة الحال تحدثنا أيضا أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ونحن نتفق في هذه النقطة أيضا اتفاقا تماما ونحن نعتمد أيضا على تقييم الأردن للوضع هنا
ونحن كنا متفقين وما زال متفقين على أن حل دولتين التوصل إلى حل دولتين عن طريق المفاوضات هو الحل الوحيد ونحن نعرف أيضا أن الأردن يشعر أنه متأثر بشكل خاص بأي خطة سلام للشرق الأوسط أو أي من هذه الأفكار بسبب دوره الخاص فيما يخص حماية المواقع المقدسة في القدس وأيضا فيما يخص استقبال الأردن لهذا العدد الهائل من اللاجئين الفلسطينيين ونحن نرى أن عمل الأونروا مهمة جدا لها أهمية كبيرة ونحن سوف نواصل الدعم لهذه الوكالة سوف نستمر في دعم الأونروا أيضا شكرا جزيلا.